Das wollte ich auch gerade sagen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution, dem Dino-Park. Wird das automatisch erneuert, das Futter? Ist gerade rausgefahren gekommen. Jedenfalls schön, dass ihr wieder dabei seid. In einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen einen Ceratosaurus. So, folgende Problematik. Das ist leider ein Fleischfresser. Und das ist auch kein kleiner Johnny, das ist schon ein ziemlich großer Johnny. Also 3 Meter, 10 Meter lang, eine Tonne. Das heißt, für den werden wir jetzt mal ein weiteres Gehege bauen. Und zwar, hier kommen überall noch unsere Einrichtungsdinger hin. Deswegen würde ich sagen, wir bauen dem hier ein Gehege hin. So, da weil ich hier nichts sehen kann, machen wir mal eben kurz erstmal hier die Bäume weg. Wir können die ja später wieder dahin bauen. Und das wird dann unser erster Fleischfresser. Ich traue den ja nicht. Und ich möchte auch nicht so sehen, wie die sich dann gegenseitig angreifen und so. Ich meine, es gehört in diesem Spiel dazu, ja? Das verstehe ich durchaus. Aber, jeder Mensch ist anders. Manche finden das vielleicht cool, aber nicht so. Verschiedene Zäune. Ist die Frage, ob die dann irgendwann ausreichen, diese Zäune, ne? Also unser Fossilienteam ist auch wieder zurück. Wie groß muss denn das wohl? Guck mal hier, das ist schon relativ groß. Aber hier soll ja auch nur ein Einzelner hin. Deswegen wird das so wahrscheinlich reichen. Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Wie kann ich denn die Produktion erhöhen? Von Strom. Betriebskosten 10.000, Baukosten 500.000. Das ist aber alles ganz schön teuer hier. So ein Dino-Park, sollte man doch meinen, das kostet nichts. So, da schließen wir den mal eben an. Wie kann man das eigentlich machen, dass die so ein bisschen sich schlängeln, die Wege? Ah, so. Juti! Jetzt brauchen wir nur noch einen Umspanner. Wobei da eigentlich ja einer sein müsste, ne? So, ein Ceratosaurus. Moment, wir gucken erstmal, ob wir davon noch ein paar Fossilien haben wir gerade gefunden. Nicht, dass wir den jetzt züchten und dann gleich 5% mehr neue Fossilien haben. Sehr hohe Qualität. Geringe Qualität, kein DNA vorhanden. DNA extrahieren. Da steht übrigens immer Krankheit eingedämmt, obwohl wir die noch nicht eingedämmt haben. Wollte ich nur mal eben kurz anmerken. So, wir haben eine weitere Grabungsstätte bekommen. In der Lurinia-Formation in Spanien oder Portugal. Okay.
In Paläontologie haben wir ein neues... ein Wassersäugerfossil gefunden, das wir natürlich an die Forschung verkaufen konnten. Und bei den Genen haben wir mutiert und können jetzt ein Alpin-Gen einbauen. Das lassen wir mal lieber. Suchen uns erstmal hier einen Ranger. Aber wir machen das mal selber, komm. Wir machen das selber. Sturm ist abgezogen. Das Problem ist nämlich, wegen den Stürmen und so, stell dich mal vor, es kommt ein Sturm auf und dann steht hier alles unter Wasser. Oder, ne, du weißt schon, was ich meine. Produkt bestätigt. Guter Schuss. Die nötige Behandlung verabreicht. So, haben wir es auch geklärt. Im Park gibt es keine Erkältungsquellen mehr. Sehr gut. So, wir waren dabei, hier unseren neuen Dino einzuliefern, wollte ich gerade sagen, schon schön zu machen. Die Frage ist natürlich... Es gibt einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition zu einer Grabstätte durch... Ja, gut. Das ist jetzt nicht so das Problem. Wir brauchen hier eine Fleischlieferung. Ah, hier ist eine Beobachtungsgalerie, okay. Versorgt fleischfressende Dinosaurier mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffen? Nein. Nein, nein, nein. Das machen wir mal so, weil dann können die Leute zugucken, wie die Dinos fressen. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Wow, es geht los. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Mantanceros erhalten. Dankeschön. So, ist die Genomforschung jetzt abgeschlossen? Wir können jetzt erstmal kurz schauen. Fossilien haben wir keinen neuen? Nee. Würde ich einfach nochmal hinschicken, wenn wir noch einen davon bauen sollten, dass es dem dann auch gut geht. Und dann würde ich sagen, dann brüten wir den aus. Da ist er. Der Ceratosaurus. 500... Oh. Was braucht denn der? Das Problem ist, wir sehen noch nicht die Bedürfnisse. Wie kann man denn die Bedürfnisse freischalten? Also die Dino-Bedürfnisse. Irgendwie sehen wir die noch nicht. Gegenstand Gehege. Leichter Stahl, elektrisch. Der Strom verringert die Wucht von Stößen, ansonsten ist der Zong genauso widerstandsfähig. Naja, wir müssen wahrscheinlich irgendwann auch hier unser Dings hier, das alles verbessern. Strom-Upgrades. Wartungseinheiten verringern die Unterhaltskosten. Kostet 100.000, 10.000 zahlen wir, lohnt nicht. Das lohnt alles noch nicht. Okay, wir machen mal ganz cool bleiben hier. So, hier ist übrigens jetzt unser Fleischpaket. Uah. Life finds a way. So ist es halt. Souvenirladen läuft auch. Wir schauen mal kurz, ob wir jetzt was sehen. Aber nein, Einkommen durch Attraktion 108. Das Wege... Unterhaltungsaufträge, das kann es eigentlich nicht sein. Oder lese ich die Tabelle falsch? Das passiert mir häufiger schon mal, dass ich einfach das alles falsch lese. Aber hier haben wir Einnahmen, Ausgaben. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. So.
Wir lassen unseren ersten gewaltigen Fleischfresser frei. Ist das aufregend? Und trotzdem sehen wir nicht, wie es ihm geht halt. Das ist ein Problem. Und da ist er. Oh. Eieiei. Ja, ja. Das ist schon ein ganz anderes Kaliber hier. Die Expedition scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Nachdem der ausgebrütet wurde, hat er in erster Linie eins. Ja, wahrscheinlich Hunger, der Kollege. Gut, dem fehlt übrigens noch Wasser, glaube ich. Frisst, ja. Aber hier fehlt irgendwie... Ah, ich muss die so anzeigen. Und hier sehen wir jetzt, was dem fehlt. Sozial ist der überhaupt nicht. Wald reicht ihm, Grasland reicht ihm, Geborgenheit. Wasser braucht er irgendwie auch nicht, aber ein kleines Wasservorrat, den muss der doch haben, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, ich würde mal sagen, wir bauen ihm mal... hier... so. Nö, also Wasser scheint ihn wirklich nicht so zu interessieren. Jetzt können wir mal gucken, wie es denn angeht. Also sozial, das ist alles okay. Die sind ganz sozial. Gesundheit ist ausgewogen. Wir können übrigens den ganzen Tieren noch Namen geben, aber... schweift umher, dem geht's auch gut. Dinosaurierbewertung. Dass ich das angucken kann, ne? Wie geht's denn den Kleinen? Hier, wie geht's euch? Alles gut. So, bauen Sie ein Fastfood-Restaurant und versorgen Sie erst mit Strom. Bauen Sie einen Kleiderladen. Okay, also, für die Besucher sollen wir jetzt was machen. Und zwar Souvenirladen, Schutzraum, Fastfood-Restaurant. Das würde ich dann mal hier hinsetzen. Das ist ein bisschen Terrainbeschränkungen, ne? Das ist schon fett nervig. So. Forschungsziel im Forschungszentrum Kleider. So, das ist dann, was war das? So. Erledigt. Sollen wir eben kurz gucken, dass wir hier den Weg anschließen, sonst vergesse ich das wieder. Hier wird fleißig gebaut. Guck mal, die Leute, die hier rumflanieren, die wollen alle Dinos sehen und geben richtig schön viel Geld aus. Und natürlich, je bessere, umso besser unsere Dinos sind, desto mehr kriegen wir natürlich auch dafür. Von den Gästen. Geil. Das Spiel reagiert sogar darauf. So, was haben wir bekommen? 120.000. Sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Danke. So, da ist er nämlich. 3 Meter lang. 1 Tonne schwer, 10 Meter lang. 3 Meter hoch. Gene. Savannengen, aha. Jurassic Park Tour. Aha, interessant. Gut, haben wir einen neuen Forschungsort bekommen? Nicht. Dann gehen wir mal. Wo war denn der mit Dreien? Nehmen wir den nochmal. Gut. So, also. Unser Dinos geht's gut. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt an die nächsten? Und ich würde jetzt sagen, wir halten uns erstmal noch ein bisschen an den Missionen. Hier kommt das Restaurant.
Hier. Wissenschaft, irgendwie müssen wir noch mehr Punkte sammeln. Kann es sein, dass wir ohnehin nur Missionen von einem machen sollten, weil die anderen beleidigt sind? Ich weiß es nicht. Finden wir raus in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen hier bei Jurassic World Evolution. Denkt erstmal schwimmen hier. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.